Dieser nennt sich Lead Magazin des Jahres. Welches Magazin war schlicht und einfach das Beste? Und das hier sind die drei dafür in Frage kommenden. Bitte sehr. Nominiert in der Kategorie Lead Magazin des Jahres sind 032C, Verlag 032C Workshop, Chefredakteur Jörg Koch, Artdirektor Mike Meret, Geschäftsführerin Sandra von Meyer-Mürtenheim. Architectural Digest. Verlag Condé Nast. Chefredakteurin Margit J. Meyer. Artdirektor André Wüst. Herausgeber und Geschäftsführer Bernd Runge. Stern. Verlag Gruner und Jahr. Chefredakteure Thomas Osterkorn und Andreas Petzold. Artdirektor Tom Jacobi. Geschäftsführer Uwe Saffe. Jetzt wird's spannend. Da hinten auf den billigen Plätzen sammeln sich schon die Leute, die, glaube ich, dann sofort zu der Party strömen wollen, sobald das hier raus ist. Ich ziehe es, glaube ich, mal ein bisschen in die Länge deswegen. Das Lead-Magazin des Jahres, meine Damen und Herren, ist auf jeden Fall ein Magazin, für das auch ich schon mal geschrieben habe. Insofern geht das völlig in Ordnung. Eins davon hat den Artikel dann, glaube ich, nicht gedruckt, fliegt deshalb raus. Das Lead-Magazin diesen Jahres ist ein Magazin, das absolut stilsicher ist, das stilprägend ist. Den Award gewinnt ein Magazin, das komplett von einer Persönlichkeit geprägt ist, die da im Chefsessel sitzt, eine ziemlich beeindruckende Persönlichkeit, das kann ich Ihnen verraten. Es gewinnt ein Magazin, das es sich leisten kann, Anzeigen abzulehnen, wenn die Ihnen nicht gefallen, und dass das auch tut im Übrigen. Es gewinnt ein Magazin, das im Ausland mehr Exemplare verkauft als der Spiegel. Es gewinnt ein Magazin, das hier in Deutschland dafür kaum jemand kennt, was vielleicht auch daran liegt, dass es auf Englisch erscheint. Ein deutsches Magazin, ein Farbcode, drei Buchstaben, 032C. Jawohl! Bejubeln Sie mit mir den größten Chefredakteur Berlins, den unglaublichen Jörg Koch, der über die Außenbahn kommt. Bejubeln Sie mit mir Mike Meret, der von innen hier durchläuft. Herzlichen Glückwunsch! Wie bitte? Wir kennen uns noch nicht, nee, aber das würden wir dann, glaube ich, ohne Publikum nachholen vielleicht. Mehr als 35.000 Exemplare im Ausland, warum so wenig eigentlich bei uns, Herr Koch? Das wird sich hoffentlich ändern, oder das ist schon im Begriff, sich zu ändern. Wir hatten halt immer gedacht, dass es eigentlich für so eine Art von Magazin am Anfang, als wir das gegründet haben, gar keinen Markt in Deutschland gibt. Und das war ein furchtbarer Irrtum, wie wir jetzt mittlerweile festgestellt haben. Auch der Apotheker aus Rosenheim als Abonnent hat uns daran versichert sozusagen, dass es sehr wohl diese Art von Nische in Deutschland gibt, die auch sehr interessant ist, also gerade in der Provinz auch. Aber warum der Erfolg im Ausland? 032C wird gelesen vom Hipster in Tokio bis zum Kunstsammler in
New York. Und die Sache ist die, das Thema ist immer Berlin. Ja, wir arbeiten halt. Ach so, so einfach, halt. Sie arbeiten halt, tun die anderen ja nicht. Nein, aber das Erfolgsgeheimnis irgendwie zu erklären von so einer Art von Magazin ist eigentlich relativ schwierig, wenn man es selber produziert, oder? Ja, also ich denke halt einfach jetzt wirklich immer wieder über Caring and Attitude, weil das Besondere ist natürlich bei dem Magazin, also ich bin auch erst seit 2 Ausgaben dabei und deswegen verantwortlich für das Redesign. Und es ist unglaublich, diese Qualität, die halt einfach eben der Jörg Koch mit seinem kleinen Team quasi da in den letzten Jahren etabliert hat. Einfach wirklich, wirklich von Idealen geprägt, da durchzugehen. Und das ist ja das, was wir als Independent Magazine eigentlich versuchen, immer deutlich zu machen bei den großen Verlagen, dass es wirklich darum geht, auch eben wie bei Brand 1, deutlich zu machen, dass man eine Haltung hat und die auch wirklich kommuniziert. Und ich kann jetzt nur sagen, das war eine unheimliche Ehre für mich. Ich war auch sehr aufgeregt, als doch, natürlich, weil das was super ist. Nein, ich möchte das wirklich sagen, weil das Magazin vorher von der Petra Langhammer gemacht wurde, was fantastisch designt wurde. Ganz großes Hallo an Petra Langhammer. Genau. Wir verdanken ihr alles. Deswegen können wir eigentlich dieses Hooligan-Design durchziehen, oder? Richtig, natürlich. Weil Petra das alles, weil das war einfach so fantastisch, das Magazin, vom Layout her. Und dann musste ich natürlich überlegen, wo ich bleibe. Und da habe ich gedacht, ich muss die ganze Sache durchstretchen. Und dadurch ist was entstanden, was ich gar nicht damit gerechnet habe. Aber das geht natürlich auch nur jemandem mit Jörg, weil letztendlich ist es um Konsequenz. Und es brauchte nur ein paar Minuten. Und wir spürten, das ist die neue Richtung. Wir sind sehr, sehr glücklich, obwohl wir super gedisst wurden, dass es inzwischen wirklich vielleicht stilprägend ist. Sie merken schon, die größten Fans von 032C, Sie merken, die größten Fans von 032C sind 032C selbst. Und das ist deswegen so schön, dass Sie diesen Award gewonnen haben, finde ich persönlich, weil alle Welt redet über Monocle im Moment. Was Tyler Brillé gemacht hat, war, glaube ich, zu erkennen, dass die Globalisierung globalisierte Eliten mit sich bringt und die globalisierte Magazine brauchen. Das Problem ist nur, dass Jörg Koch hat genau diese Idee vor 7 Jahren gehabt. Und auch dafür, doch. Das also. Schönste ist natürlich mit Stern und AD zusammen in einer Kategorie zu sein. Also fantastisch, vielen Dank. Wie ich gesagt hatte, nur Sieger, nehmt das Ding mit und damit. Und damit, meine Damen und Herren, ja, wir sehen uns gleich noch. Und das ist nämlich die eigentlich frohe Botschaft.